Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Far Cry 3 Pacht Nummer 21, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir haben ja hier vor dem hübschen Außenposten das letzte Mal aufgehört zu zocken, den wir jetzt verdammt sofort einnehmen werden. Und dann machen wir mal ganz sneaky sneaky hier von hinten. Und das steht hier so geil offen. Das heißt, ich kann jetzt erstmal direkt fett den Alarm deaktivieren. So, da habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal 550 XP sicher. Jetzt ist nur die Frage, wie ich weiter vorangehe. Müsste eigentlich einen einzeln. Der da trennt sich nämlich gerade. Kriege ich ihn irgendwie erwischt? So, dass die anderen das nicht peilen. Okay, er geht da hoch. Ohne das Kopfzeug wäre es gar nicht so übel. Ich glaube, bezweifle, dass ich da rüberkomme. Was ist hier schon wieder? Oh Gott, ein Löwe. Nicht schon wieder. Ah, da greift die an! Geh doch mal ein bisschen weiter, Mann. Ich will von hinten und dann Takedown. Es ist jetzt zu weit, Mann. Oh. Ich glaube, die haben den... Einer läuft da ganz weit raus. Oh Gott, Alter. Hier fliegt gerade alles in die Luft, oder wie? Warte mal, ich kann noch mehrfach Takedown machen. Wahrscheinlich, bis ich jetzt da bin, haben die sich wieder umgedreht. Ich probier's jetzt einfach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Kann man da durchschießen? Da kann man nicht mal durchschießen, verdammt. Ja, Marsch hier, Alarm. Scheiße, man kann die nicht takedownen. Wie soll ich die denn jetzt kaputt machen? Krieg ich die mit dem Fall kaputt? Was Hackfresser hast du gesagt? Hackfresser hast du gesagt? Ja, komm mal hier hin, Mann. Oh, shit, da kommt er sogar. Nochmal wirst du mir nicht entkommen. Ich weiß gar nicht, wann die explodieren. Ich glaube, er ist kaputt. Cooler Typ. Hab ich dich kaputt? Was? Ach, er hat alles in Brand gesetzt. Ja, der fackelt sofort ab. Komm nicht zu nah. Du kommst. Hallo? Kannst du mal sterben? Hallo? Hallo, du brennst, das weißt du, ne? Du brennst. Das tut weh, das macht Aua, ja? Ja, mein Gott. Treff ich den gerade überhaupt? Junge, der ganze Außenposten fackelt hier mega ab. Wegen dem Molotow-Spacko. Bei ihm kannst du wahrscheinlich auch nicht tot von oben machen. Jawohl. War zwar jetzt nicht so wie geplant, da ich bei den Typen keinen Takedown machen kann. Habe ich mir fast sogar schon gedacht, aber ich habe gedacht, mach's Risiko, eine Granate zurück. Das finde ich gut. Das ist richtig schön. Dass er in Rakyat-Hand bleibt. Ja. Dann macht das mal. Wo ist denn das? Wo ist denn der Scheiß? Kasten hier zum Aufmachen, Mann. Jetzt. Hallo? Ach ja, ich kann ja hier rein. Genau. Kaufen wir mal richtig schnieke hier Munition nach. Wo fehlt mir denn Munition? Sturmgewehr. Bäm. 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 Ja, das reicht. Geht los. Wie sieht denn jetzt überhaupt aus? Ich habe mir die gar nicht angeguckt. Sieht die groß anders aus? Ich weiß gar nicht, wie die vorher aussah. Ich habe mir gerade mal überlegt, wir machen noch so eine Nebenmission. Noch was zu tun. Ja, nö. Kümmere dich um die Jobs, die an den Aushangtafeln hängen. Ja, moi. Machen wir jetzt mal 200.
75. Mit einem Messer muss ich ihn natürlich wieder töten. In einem Tunnel sogar, oh Gott. Wo ist denn der? Oh Gott, das ist ja direkt nebenan. Dann sagen wir mal guten Tag. Stimmt, die letzte Mission dieser Art habe ich ja nicht geschafft. Da hat ja keiner gemerkt, dass ich mal irgendwie... dass ich da war. Beziehungsweise, okay, die haben die Leichen gesehen, aber das passt dann auch. Macht jetzt hier nur die Pflanze, oder wäre ein Kopf von den Affen. Komme ich da nicht eben gerade her? Wasser! Mann, ich kann kotzen, Mann. Oh Gott, lad schneller nach! Warum brenne ich, verdammt? Lösch, 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 lösch! Heilen, heilen, heilen! Oh, jetzt fackelt hier wieder alle ab, ey. Alles ab. Jetzt haben, heute haben sie es auch mit Feuer irgendwie. Ich habe mir fast geradert, er da war. Ja, war zwar jetzt nicht so geplant, aber war trotzdem erfolgreich, ne? So, ein bisschen plündern. Gibt es denn hier noch... Warte, ich wollte jetzt nochmal... Oder fahren wir da jetzt hin? Komm, wir cruisen da jetzt mal eben schnell hin, ne? Wir sind die Kurzen, wenn wir grüßen, wenn wir durch die Dschungel düsen. So, ob ich jetzt wohl da durch muss? Ich weiß es nicht. Oh. Fahren jetzt hier einfach mal. Ui. Oh Gott, 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 oh Gott! Steig aus! Alter Vater! Das nenne ich mal eine Schnellreise. Erstmal wieder Spritzen herstellen. Scheiße, Mann. Ja, komm, hier herstellen. Herstellen. Haben wir erstmal wieder 4. Alter Vater, ey. Das war weniger so geplant. Was läuft denn da unten her? Ach, das ist ein Reifen von meinem Wagen. Ah, komm. Scheiße. Oh Gott, hier kommt der. Ach, da sind, glaube ich, meine Leute, ne? Jo. Ja. Hier ist die Straße, wo ich gerade laufe, ja? Das weißt du, oder? Mein Gott, ey, anscheinend haben sie ja auch Lidl auf der Insel, habe ich nur noch nicht gefunden. Ey, da haben sie alle ihren Führerschein gekauft. Schaffe ich das wohl? Das muss ich schon. Ach, auf die Insel soll ich wahrscheinlich drauf. Kann man irgendwo ins Meer springen, ohne dass man dann verreckt? Ups, das war nicht gesprungen, aber es war mehr gefallen. Wir nähern uns hier. Könnte auch bei den Olympischen Spielen machen. Hier grandios schwimmen. War ich nicht hier letztes Mal? Da hatte ich doch den Scheiß da mit den Scheiß Felsen. Ah, ne, oder darum wollte ich nicht. Hier ist eigentlich mal nichts. Das ist jetzt aber ein bisschen ja, beschissen gemacht, oder? Ist ja nichts. Einfach mal nichts. Okay, ich sollte vielleicht wieder auftauchen. Ich weiß nicht, wie lange er tauchen kann. Na ja, verreckt der Typ mir hier. Wo ich denke, dass man vorher erst Leben verliert. Wäre mies, wenn noch einmal so gesagt, ja, bist tot, bist ertrunken.
Schwimmen, Mann. Schwimm schneller. Okay, haben wir nicht gesehen. Halt dich einfach mal so eine Leiter. Wie, du gehst da jetzt schon. Okay, guck gerade weg. Hab ich gemerkt? Upsala. Das kann ich ihn natürlich nicht. Warte, eben schnell markieren, der sieht mich ja nicht. Der Vollidiot. Voll, lauf mal, da mach ich tot von oben, Junge. Okay, ich glaube, ich wurde bemerkt. Mann, jetzt filmen wir. Oh, 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 oh. Alter, Junge, hast du gesoffen, Mann? Er lebt noch. Ich finde das scheiße, dass man den hinlegen kann, verdammt. Bam, Headshot. Gott, das ist wieder so ein Hanswurst. Ah, Moment, ich muss ihm nachladen. Dankeschön, Der ist nicht gestorben, oder? Alter, ich hab gedacht, wenn ich mal so ein bisschen auf den draufsprayer, dann stirbt er wohl. Bumm. Oh ja, Mann. Ne, ich bin nicht hier. Ich bin hier. Verfickt. Oh, geht doch. Mein Gott, ey. Wie er nicht verrecken wollte. Ich könnte ihn mal eben plündern. Vielleicht hat er nicht her ja noch eine Granate für mich. Dankeschön. Was? Nein, das wollte ich nicht. Alter. Leiche plündern. Genau. Hast du toll gemacht. Was war jetzt hier? Was hat er? Ach so, klettern. Ist echt von der anderen Seite dran. Ja, von der anderen Seite kommt man dann und ja, ist mir so egal. Halt uns zum Integrieren. Komm, mach. Mach ihn, Mann! Gut, na los, ich muss die Daten finden. Rebellen! Wofür kämpfen die überhaupt? So, dankeschön. Ah ja, stimmt, der plündert hier automatisch. Das habe ich mir ja geholt. Scheiße! Ich glaube, ich habe mir eine Krippe geholt. Was? Eine Krippe? Oh Gott. Ich hoffe, ich das ihn mit dem Pfeil abzuknallen. Oh, oh nein, das ist gut. Ja, komm mal irgendwie. Ich muss an diesen Computer ran. Diese Hitze. Bitte erschieß mich doch jemand. Ja, mach ich sofort. Dein Kumpel da mal. Verdammt, Mann. Ich selber fail. Scheiße. Hat er jetzt den Alarm? Sind auf dem Schiff. Alarm direkt. Boah, das war knapp. Hätte ich nicht, ausgestellt, dann... Attacke!
Hätte ich jetzt hier gleich eine ganze Armee gehabt. Schubschui. Ich glaube, wir auch Takedown können. Das ist ja keine Gegenwehr. Die junge 80-jährige Oma im Rollator, die leistet noch mehr Gegenwehr als ihr hier. Bin ehrlich enttäuscht von euch, Leute. Ups, dann haben wir. Die haben mich ja nicht gesehen. Ach, warum müsste mich denn mal sehen? Ich glaube, ich komme eh nicht mehr unentdeckt durch. Da rennt neben noch einer. Da. Oh. Ich hätte ehrlich gesagt gar keinen Bock, die alle zu plündern. Dich, Mann. Oh Gott. Junge, der Typ, der stirbt einfach nicht. Ich will ihm mal den Deckel da vom Kopf sprayen und dann macht er das nicht. Ey. Das ist doch scheiße. Aber wir machen an der Stelle wieder mal einen Cut. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ne? Wisst ihr Bescheid, meine Freunde. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal und Bananarama.